Jonas Palme. Ich habe Hallos dabei und ich kann ja auch gehen. Hallo. Und ich habe auch einen Text dabei und ich finde es sehr wichtig, über das Thema zu reden, weil wer mich kennt, weiß, dass ich es mache. Oft, wenn nicht sogar jeden Tag. Wer mich nicht kennt, kann das ja vielleicht denken, weil ich ja vielleicht so aussehen wie einer, der es macht. Also kann ich es ja auch einfach sagen, ich meine, ich mach Wortspiel. Und ich mach's gern. Ich meine, wenn du mich zum Beispiel fragst, welches mein Lieblingsgemüse ist, sage ich nicht einfach Aubergine. Nein, ich sage, in der Liste von meinen Lieblingsgemüse kommt Aubergine, das Aubergine. Oder für mich ist auch unhinterfragt klar, dass der ästhetisch das schönste Möbel ist. Weil ich meine, er ist einfach nur ästhetisch. Und jetzt ist für mich die Frage, ist das schlimm? Was ist schlimmer daran, wenn ich glücklich bin, weil ich endlich eine Antwort auf die Frage gefunden habe, welches die optimistischste Muschel ist? Die Optimismuschel. Oder wenn ich endlich weiss, was passiert mit einem Pfarrer, wenn er zu lange in der Sauna bleibt? Er wird pasteurisiert. Nein, warum werden so Witze immer als flach angeschaut? Für mich sind Wortspiele sprachlich Inbegriff von Rebellion. Wortspiele stehen für Sinn im Unsinn. Wortspiele stellen träge Vorstellungen von eindeutigen Sachen in Frage und auf den Kopf, indem sie bestehende Ideen auf bisher unbekannte Arten miteinander verbinden. Und ich meine, mich freut es für den Pascal, wenn er hure Freude an so diesen kleinen farbigen Vögel hat und mega gerne surft und sich dann vorstellt mit «Hallo, ich bin der Pascal und ich habe gerne Wellensittich und ich will Wellensittich denken kann». Das ist doch schön! Nein! Wortspiele sind Rebellinnen in der Sprache, die sich nicht an konventionelle Gebrauchsmuster halten. Sie sind Träumer in unserer Ausdruckskraft, weil sie daran glauben, dass sie nicht nur für das können stehen, was die Mehrheit ihnen sieht. Ich geniesse das. Ich habe zum Beispiel aus purer Freude an Wortspielen mal ein Battle mit einem Schrank angefangen. Weil ich bin vor ihm angestanden und dann habe ich einen Trick gemacht und dann habe ich ihn gefragt, hä, kannst du den? Er hat nur blöd geschaut und zu seinem befreundeten Spind gefunden, er spinnt, aber mir ist Regal gewesen. Oder vielleicht nennen wir Existenzkrise von Pinienbäumen. Endlich mache ich ernster, wenn wir uns vorstellen können, wie ein Pinienbaum so da steht und sich sagt, ich weiss nicht, was ich bin. Vielleicht Pinienbau? Nein, ich sage ja nur, hey, Wortspiel würde aus dem Sprachgebrauch vielleicht ein bisschen Druck nehmen. Vielleicht sind Wortspiele ein Eingeständnis, dass wir uns getrauen, uns selber in unserer Ausdrucksweise nicht immer so ernst zu nehmen. Und ich glaube, das können vielen von uns gut tun. Aber Obacht! Gedankliche Kurve übertrieben wollen wir natürlich auch nicht, weil Spiel und Spass und Julihui, ja, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es auch verdammt wichtig, ernsthaft darüber nachzudenken, wie wir über Sachen reden oder eben auch nicht. Weil in der Wortwahl von unseren Wörtern wird mehr gesagt als das, was wörtlich gesagt wird. Und Wörter haben Macht, was nicht immer nur cool ist. So wird Sprache Tag für Tag zum Schauplatz von persönlich verletzender Missverständnis, von autoritärem Machtmissbrauch, von Erschaffung von gesellschaftlichen Tabus oder struktureller Diskriminierung. Und dass so Sachen mit der Sprache gemacht werden, das kann für mich manchmal ein echter Wortspielverderber sein. Aber genau da pflanze ich mit meinem Wortspiel meine Kritik der Vorstellungskraft. Und mit der Tatsache, dass Sprache verletzend sein kann, mache ich das, was ich mit einem Wahlbaby würde machen, wenn es mir auf den Schoss würde. Ich lasse nicht auf mir sitzen. Ich will zeigen, Wörter haben eine Kraft in sich, die unser Denken kann formen. Und wenn Sprache verletzen kann, will ich zeigen, dass sie auch heilen kann. Und so wünsche ich mir, dass wir uns im besten Sinn an neufarbige Wörter und Wortspiele gewöhnen, dass das nicht belächelt wird, was in meinen Augen der Inbegriff von einer progressiven Sprachpraxis ist. Vielleicht als Abschluss ein kleines Spiel für euch zu mit heilen. Es geht so. Sucht euch, wenn ihr Lust habt, ein Doppelwort. Und dann nehmen wir den zweiten Teil von dem als neuen ersten Teil von einem zweiten Doppelwort und schon hast du sowas wie Wortspielplatz. Hustenreizwäsche. Wunderbar, nicht? Ihr seht schon Schlagzeilen. Seit alle Corona-Massnahmen aufgehoben worden sind, gibt es in der Migroaktion auf alle Pfannen mit Isolationshaftbeschichtung. Die Covid-Taskforce trifft sich neu aus Langweile jede Woche im Bankdorf zum Krisenstab-Hochsprung. Der Uli Maurer kommt nicht mehr raus, ob er jetzt für oder gegen Immunabwehrpflicht ist. Gönnt euch mal eine Auszeit.
aus starren Denkmustern an einem Zeitfenster Platz. Oder freut euch einfach auf so assoziative Dehnübungen wie Wahnvorstellungsgespräch. Seitensprungbrett. Selbstbewusstseinserweiterung. Missverständnisschwierigkeiten. Oder Enttäuschungsmanöver. Traut euch mal, euch liebevoll verwirren zu lassen. Sind eure gegenseitigen Akzeptanzpartnerinnen. Spielt selber mit eurer Fähigkeit, Sachen zusammenzudenken, die so noch nie zusammengedacht worden sind. Glaubt mir, es wirkt. Und vergesst nicht, ihr erfindet dabei selber eure Wortspielregeln. Vielen Dank und viel Spass.